Willkommen bei einem weiteren Video zum Arbeitsblatt Quadratische Funktionen. Wir werden hier lernen, wie wir Funktionsgleichungen quadratischer Funktionen, die in der Polynomform gegeben sind, umwandeln können in die Scheitelpunktform. Dafür sollst du das Quadratische ergänzen können. Ich habe hier einen Selbsttest vorbereitet. Probier es am besten jetzt gleich aus. Das Ergebnis ist x minus 5 in Klammer hoch 2 minus 25. Falls dir das noch schwer gefallen ist, kein Problem, geh zurück zum vorherigen Video, zum Fenster Quadratisches ergänzen und schau es dir nochmal an. Gut. Wie gesagt, wollen wir die Polynomform umwandeln in die Scheitelpunktform. Wir haben hier eine konkrete Funktion gegeben, f von x ist gleich 5 mal x hoch 2 minus 30 mal x plus 3. Und wollen diese Funktionsgleichung eben umformen in die Scheitelpunktform. Das geht mit diesen drei Schritten. Die werden wir jetzt gemeinsam durchgehen und zum Schluss habe ich eine neue Funktionsgleichung vorbereitet, bei der du es dann selbst ausprobieren kannst. Schritt 1. Wir sollen beim Term a mal x hoch 2 plus b mal x, also hier, den Koeffizienten a herausheben. Der Koeffizient a ist 5, 5 mal x² minus 6x, ich schreibe es hin, 5 mal x² minus 6x plus 3. Das war's mit dem ersten Schritt. Der zweite Schritt. Wir sollen den Term x² plus b durch a mal x, also der Term hier in der Klammer, quadratisch ergänzen. Noch kurz, warum dieser Term x² plus b durch a mal x heißt. Wir sind ja ausgegangen von diesem Term, haben da das a herausgehoben und dann bleibt übrig x² plus b durch a mal x. Also diesen Ausdruck sollen wir quadratisch ergänzen. 5 mal, ich schreibe es in eine grüne Klammer, x² minus 2 mal x mal 3 plus 3 hoch 2 minus 3 hoch 2, Klammer zu, plus 3. Und hier sehen wir auch schon eine binomische Formel, die wir dann quasi rückwärts rechnen. Ist gleich 5 mal Klammer, rosane Klammer, x minus 3 in Klammer hoch 2 minus 9, grüne Klammer zu, plus 3. Und wir sind beim letzten Schritt angelangt. Wir sollen nun die äußere Klammer, also die grüne, ausmultiplizieren und dann vereinfachen. Das ergibt 5 mal Klammer x minus 3 hoch 2 minus 5 mal 9 plus 3. Und wir erhalten 5 mal x minus 3 hoch 2 minus 42. Und das ist genau die Scheitelpunktform, die wir gesucht haben. Gut, dann probiere es jetzt selbst. Das ist eine Funktionsgleichung in Polynomform. F von x ist gleich 3 mal x hoch 2 plus 12 mal x plus 8. Und du sollst sie umwandeln in die Scheitelpunktform. Das Ergebnis ist, f von x ist gleich 3 mal Klammer x plus 2, Klammer zu hoch 2, minus 4. Bis zum nächsten Video.